Sie strahlt über beide Ohren. An der Seite von Ludwig Hartmann hatte Katharina Schulze am Mittwochvormittag ihre erste Fraktionssitzung in neuer Funktion bei den Landtagsgrünen, nachdem sie vor einer Woche zur Vorsitzenden gewählt wurde. Die Motivation ist groß. Bisher war viel los, arbeitsintensiv, hat aber auch großen Spaß gemacht. Und den Schwung, den möchte ich jetzt mitnehmen. Wir haben schon viele Pläne und Ideen, kraftvoll und mutig in die nächsten Jahre zu gehen und uns Grüne stark zu vertreten. Seit 2013 sitzt die 31-Jährige für die Grünen im Bayerischen Landtag. Ein Schwerpunkt von Schulze ist die Innenpolitik. Von 2012 bis 2015 war die Politikerin Stadtvorsitzende bei den Münchner Grünen. Als Sprecherin des Bündnisses gegen eine dritte Startbahn konnte Schulze mit ihren Mitstreitern 2012 den Bürgerentscheid gewinnen und einen Flughafenausbau bis heute verhindern. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das heißt, wir müssen deutlich dafür kämpfen, dass wir die Natur, das Klima und die Umwelt schützen, hier in Bayern, hier vor Ort. Und auf der anderen Seite möchte ich mich für Vielfalt und Freiheit in unserer Gesellschaft stark machen, denn den momentanen Rechtsruck, den wir erleben, beunruhigt nicht nur mich. Nach 14 Jahren an der Fraktionsspitze bei den Landtagsgrünen spielt Margarete Bause jetzt nur noch eine Nebenrolle. Sie hat Schulze das Zepter übergeben. Es ist entlastend und ich habe natürlich jetzt dann auch die Kraft, mich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, auf neue Aufgaben zu konzentrieren. Und ich bin auch sehr froh, dass der Stabwechsel so hervorragend funktioniert hat. Und ich bin auch sehr froh, dass Katharina Schulze meine Nachfolgerin ist. Sie wird das hervorragend machen. Ich werde nicht von hinten irgendwie wie aus der Muppet Show dann die guten Ratschläge geben. Bause will nach Berlin. Die 58-Jährige kandidiert auf Platz 9 der bayerischen Liste für die Bundestagswahl. Bei derzeitigen Umfragen zwischen 6,5 und 8% ein unsicherer Weg. Es stimmt, dass wir im Moment eine kleine Formschwäche haben, aber wir haben ein sehr, sehr großes Potenzial. Und ich bin sehr zuversichtlich, wenn es jetzt so richtig in Richtung Wahlkampf geht, Wahlprogramm geht, dass wir da auch wieder zulegen. Ich habe auch schon deutlich gemacht, ich werde nicht wieder für den Landtag kandidieren. Das heißt, es ist sozusagen umso mehr Grund, wirklich alles zu geben. Gelingt ihr dieser politische Aufstieg? Auch die Reise von Katharina Schulze dürfte womöglich noch weitergehen.